Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen? Also, ich arbeite seit vielen Jahren mit der Deutschen Kammerphilharmonie zusammen schon und seit ungefähr 2009 bin ich der künstlerische Leiter vom Zukunftslabor, also ein Projekt von der Deutschen Kammerphilharmonie, wo die eng zusammenarbeiten mit der GSO und anderen Education-Projekten, und diese Stadtteiloper ist quasi das wichtigste Projekt im Jahr. Also ich mache es seit einigen Jahren. Welche Rolle spielen Sie in diesem Projekt? Ich bin der Dirigent vom Orchester und vom Chor so musikalischer Leiter sozusagen. Ich arbeite mit der Regisseurin eng zusammen, mit dem Komponisten, der Arrangeur von der Musik von Tschaikowski, und sorge dafür, dass alle rechtzeitig singen und spielen und dass es zusammenkommt. Ist es Ihr erstes Projekt im Zusammenhang mit der GSO? Nein, ich habe, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Stadtteiloper, die ich dirigiert habe, und ich habe zusammen mit der GSO so bestimmt mittlerweile 8 oder mindestens 7, 8, 9 Projekte gemacht. Ja. Wie ist es, mit den Schülern zusammenzuarbeiten? Genial, es ist toll, es ist inspirierend. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem welche Gruppe, also die Tänzer oder Bühnenbilder oder Musiker oder Schauspieler haben alle unterschiedliche Eigenschaften, aber es ist immer sehr interessant, sehr spannend. Man merkt, dass viele einfach mit einer Leidenschaft dabei sind, dass einige noch überzeugt werden müssen. Es ist sehr, sehr viele verschiedene Stadien, aber es ist immer interessant. Und ich finde vor allem, wenn man fertig ist mit dem Projekt, wenn man die Ergebnisse sieht, gibt es mir persönlich einfach sehr viel. Ja. Was gefällt Ihnen an der Oper am besten? Ich finde diese Frage, also die Idee, dass Jolante nicht mehr wusste, dass sie nicht sehen kann, interessant. Und das hat so Vergleiche, sagen wir, in der Politik, wenn man in einem gewissen System lebt, unter einem gewissen System lebt, und zum Beispiel Nordkorea, die wissen teilweise nicht mehr, dass die nicht frei sind. Die Idee finde ich sehr interessant, weil es sich auf viele andere Dinge übertragen kann. Gibt es irgendwelche Veränderungen im Arbeitsverhalten in der letzten Woche vor den Aufführungen? Also ich denke, alle werden konzentrierter. Man weiß, dass es wirklich darauf ankommt jetzt. Auch wenn alle da ihre Kostüme tragen, dann sind die irgendwie einerseits verstellt und andererseits auch so eine neue Person plötzlich. Und ich merke, dass das mit der Konzentration hilft. Also ja, konzentrierter und natürlich für einigen bestimmt aufregend. Also viel kommt auf denen zu. Dann bedanke ich mich fürs Interview und wünsche Ihnen viel Spaß und Glück noch. Dankeschön, gerne.